Ich kann verstehen, dass du es nicht verstehen kannst. Ich glaube, ich würde es selbst nicht verstehen, wenn ich es nicht selbst wäre. Wobei, ich bin es eigentlich nicht. Auch wenn ich manchmal mehr Angst als ich bin. Ich bin trotzdem immer noch ich und keine Angststörung. Du verstehst nicht, wie man Angst haben kann, in ein Geschäft zu gehen. Es passiert mir nichts. Du verstehst sie nicht, die Angst. Keiner versteht sie, außer derer, die sie selbst fühlen. Stell dir vor, du stehst in einem Laden. Alle schauen dich an und werden immer größer. Während alle anderen immer größer werden, wirst du immer kleiner, immer hilfloser. Stell dir vor, sie werden plötzlich alle zu Dingen, die dich verletzen. Dinge, die dich vollkommen zerstören. Dinge, die dich unaushaltbar belasten. Du drehst um. Du rennst. Du willst raus, diese Tür hindurch, durch die du reingekommen bist. Du stopp. Stell dir vor, dort draußen gibt es noch viel schlimmere Dinge, die noch viel gefährlicher sind. Es beginnt sich ein Vakuum in der kompletten Brust zu entfalten. Es fisst sich bis zu deinem Hals. Es beginnt ein Moment, in dem du den Atem anhältst. Alles wird plötzlich ganz still. Es ist dunkel. Die Angst ist vorüber. Ein Gefühl der Geborgenheit. Du atmest ein und aus. Öffnest die Augen. Und plötzlich wird alles wieder laut. Du hattest eine Panikattacke. Du bist in Ohnmacht gefallen. Du benötigst einige Minuten, um dich zu sammeln. Du stehst auf. Eine bekannte Stimme ertönt. Komm, wir bringen dich nach Hause. Auf dem Weg nach Hause denkst du nach. Wieso bist du so? Wieso kannst du nicht einfach normal sein und wie die anderen einfach ein Geschenk für deine Freundin einkaufen? Du bist jetzt zu Hause. Du bist müde. Die Welt fühlt sich langsamer. Deine Augen werden schwerer und du schläfst ein. Da war sie wieder. Die Angst. Du bist eigentlich immer noch du und nicht die Angst. Ich bin eigentlich immer noch ich. Aber manchmal, da nimmt die Angst mich ein.